fürchtet sich nicht, sie geht ganz nah ran, sie schaut ihnen ins Gesicht. Sie lockt sie mit Tricks, gewinnt ihr Vertrauen. Nur manchmal wird's auch nix, doch irgendwann klappt es dann. Anna und die wilden Tiere, Anna und die wilden Tiere, Anna und die wilden Tiere, geht ganz nah ran, ganz nah ran. Hallo Leute! Ich bin hier gerade mitten im Regenwald unterwegs und Suyu zeigt mir mit diesem komischen Ding hier, einem Blasrohr, wie man damit jagen kann. Aber nicht hier im dichten Dschungel. Da haben wir keinen Platz. Und wir werden natürlich auch nicht auf lebende Tiere schießen. Jetzt beginnt das Blasrohrtraining und da vorne ist schon meine Zielscheibe, die Eule, da. Hinter dieser Linie soll ich stehen, wenn ich mit dem Blasrohr schieße. Oh, und so weit weg, bin ich mal gespannt, ob ich das hinkriege. Suju schiebt den Pfeil ins Blasrohr. Es ist gar nicht so leicht, wie ich dachte, und ganz schön unhandlich. Ja, hat geklappt. Das ist übrigens auch die traditionelle Art der Ureinwohner, um zu jagen. So besorgen sie für sich und ihre Familien Fleisch. Manchmal passiert es allerdings, dass ein Muttertier getroffen wird. Das ist für das Jungtier natürlich problematisch, weil es sich selbst nicht versorgen kann. Das ist einem kleinen Tapirmädchen namens Navi passiert und die möchte ich heute kennenlernen. Während ich mich jetzt auf den Weg mache, gibt's für euch die ersten Tapir-Infos. Tapire waren einst auf der Erde weit verbreitet. Sie lebten sogar bei uns in Deutschland. Doch das ist lange her, denn Tapire gibt es schon seit 40 Millionen Jahren. Heute leben sie nur noch in den tropischen Wäldern Südamerikas und Asiens. Das Erstaunliche, Tapire haben sich, seit es sie gibt, kaum verändert. Das ist selten im Tierreich. Tapire haben deshalb etwas mit den Schnabeltieren in Australien und den Krokodilen gemeinsam. Sie sehen noch fast genauso aus wie ihre Vorfahren. Das weiß man, weil man Versteinerungen von diesen Tieren gefunden hat. Sogenannte Fossilien. Deshalb bezeichnet man Tapir, Schnabeltier und Krokodil auch als lebende Fossilien. Tapire fressen alles, was der Regenwald so hergibt. Blätter, Knospen, Rinde und Zweige. Sie sind reine Pflanzenfresser. Um satt zu werden, muss ein Tapir viel fressen und braucht deshalb ein großes Revier. Früchte sind für sie so lecker wie für uns Schokolade. Die Tiere wagen sich auch in die Nähe von Menschen und plündern die Plantagen. Oft genug finden sie nur noch dort was zu fressen, weil immer mehr Regenwald gerodet wird und so der Lebensraum der Tapire schrumpft. Ich bin heute im Dschungel unterwegs, dort, wo es keine Straßen mehr gibt. Mein Ziel liegt in dem kleinen südamerikanischen Land Ecuador. Hier gibt es in der Nähe von Tena die Wildtierauffangstation Amazonico. Hallo, Kathi. Hallo. Oh, da ist ja schon jemand. Ja, du kannst mir gleich mal helfen, die zu füttern. Zu füttern? Ja, gerne. Gehen wir dazu gleich rein? Ja, super. Der erste, der mich neugierig begrüßt, ist Karneval, ein Tapirmännchen. Oh, da kommt noch jemand. Ja, das ist Navi. Heißt Navi wie Navidad, weil das heißt auf Spanisch Weihnachten. Ah, und dann wurde die an Weihnachten geboren? An Weihnachten ist sie zumindest zu uns gekommen. Ihre Mutter wurde getötet, weil die Menschen hier das Fleisch essen. Aber in der Quechua-Tradition, so heißt die Bevölkerung hier, bringt's Pech, wenn man Tapir-Babys tötet. Und drum haben sie die dann hierher gebracht. Okay, das heißt, ihr habt Navi als ganz kleines Baby bekommen? Genau, und wir haben die auch mit der Flasche aufgezogen. Das heißt, manchmal, wenn du dir die Hand hinhältst, meint sie immer noch, sie kriegt die Flasche und saugt daran. Du kannst auch mal probieren. Ja, aber ich sag mal, hallo Navi. Oh, das fühlt sich ja lustig an. Aber ganz zart. Also, ja. Es ist eigentlich angenehm. Eine ganz glatte Zunge, nicht rau. Ich hätte sie jetzt rau erwartet. Nein, die sind ganz lieb, die Tapire. Und das ist auch ein bisschen deren Problem. Drum können wir die nicht auswildern.
Die beiden würden sich immer wieder in die Nähe von Menschen wagen. Und die würden die Tapire wahrscheinlich erschießen. Deswegen bleiben Navi und Karneval im Amazonico, wo sich Kati und heute auch ich um sie kümmern. Ups. Komm, Anna, lass uns mal ein paar Blätter für die Tapire sammeln. Ja, welche Blätter eignen sich denn? Am besten so frische, junge, grüne Blätter. Da haben wir ja einiges vor uns, denn ein Tapir ist eigentlich den ganzen Tag nur mit einem beschäftigt, mit Fressen. Da müssen wir ganz schöne Mengen ranschaffen. Schaut mal. So ein ausgewachsener Tapir, der kann schon mal bis zu 60 Kilo am Tag verputzen. Das heißt, wenn ich ein Tapir wäre, dann müsste ich ungefähr 12 Kilo an Blättern und noch Früchte, wenn ich welche finde, dazu essen. Das ist eine ganz schöne Menge. Was machen wir jetzt damit? Jetzt machen wir eine kleine Blätterversteckaktion, damit die was zum Suchen haben. Okay, dann los. Normalerweise durchstreifen die Tiere riesige Gebiete. Ihr Gehege ist natürlich viel kleiner. Damit sie sich nicht langweilen und beschäftigt sind, denkt sich Kati immer wieder was Neues für sie aus. Ich bin mal gespannt, wie schnell die beiden die Verstecke mit den Blättern finden. Wo sind sie denn? Navi? 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 Das erste Versteck hat sie schon mal gefunden. Ja, scheint dir gut zu schmecken, die Blätter. Navi ist wählerisch. Sie schlägt erstmal nur bei ihren Lieblingsblättern zu. Für Karneval ist auch noch was da, aber der zögert noch. Siehst du ihn? Ja, da hinten kommt er. Karneval hat uns schon lange bemerkt. Oder besser gesagt, gehört. Tapire haben ein hervorragendes Gehör. Das brauchen sie, wenn sie nachts im dunklen Regenwald umherstreifen. Schau mal da hinten. Ja, warm. Heiß. Jetzt hat er's. Bei Tapiren sind Nase und Oberlippe miteinander verwachsen und bilden einen kleinen Rüssel. Der ist ganz schön praktisch, weil Karneval damit gut greifen kann. Ich dachte erst, dass Tapire mit Elefanten verwandt sind. Wegen des Rüssels, den beide wie eine Hand nutzen. Stimmt aber nicht. Schweine haben auch einen Rüssel und wie der Tapir schmale Schultern und einen dicken Hintern. Aber auch die beiden sind nicht miteinander verwandt. Es sind zwei ganz andere Tiere. Das Nashorn und das Pferd. Verrückt, oder? Wenn ihr euch die Füße anguckt, versteht ihr auch warum. Alle drei haben eine ungerade Anzahl an Zehen. Deshalb gehören sie zu den sogenannten Unpaarhufern. Dass Tapir, Nashorn und Pferd so verschieden aussehen, liegt an der Landschaft, in der sie leben. Die mächtigen Nashörner streifen durch die weite Savanne Afrikas. Die Wildpferde durch offene Graslandschaften. Tapire müssen im Regenwald durch buschiges Dickicht schlüpfen. Da wollen sie nicht stecken bleiben. Deshalb haben sie schmale Schultern und ein dickes Hinterteil. Und sind vorne etwas niedriger. Ich zeige euch jetzt mal, warum es praktisch ist, dass Tapire oben schmal sind und hinten breit. Wenn sie nämlich vorne breit wären, kämen sie ganz schlecht ins Gebüsch rein. Zu dick. Drehen sie sich um, funktioniert's. Da bin ich mit meinem dicken Hintern. Und auch das ist typisch für den Tapir. Die weißen Ränder an den Ohren. Navi hat sich mittlerweile an mich gewöhnt und lässt sich sogar streicheln. Ah, der fühlt sich ganz angenehm an, das Fell. Ziemlich fest, der Körper, oder? Ja, vor allem hier oben auf dem Rücken ist die Haut sehr fest und dick. Ja. 1 bis 2 Zentimeter hat sie. Und das dient vor allem als Schutz vor ihren natürlichen Feinden, den Jaguaren. Normalerweise packen nämlich Jaguare ihre Opfer immer im Genick und schütteln es dann, bis das Genick bricht. Und durch die dicke Haut fällt es natürlich ein bisschen schwerer. Aber bei so Babys, die haben ja wahrscheinlich noch nicht so eine dicke Haut. Wie machen die das denn? Ja, die Babys, die haben einen besonderen Schutz. Bei denen wächst die Haut ja erst nach und nach. Babys haben wie so eine Camouflage. Also die sind so unterschiedlich gemustert mit so hellen und dunklen Farben. Die sehen selber ein bisschen aus wie Jaguare, also sind so ein bisschen gefleckt.
Und das ist im Dschungel sehr praktisch, weil man immer mal wieder Licht und Schatten hat. Und dadurch können die sich gut tarnen und man sieht sie nicht so einfach. Hier seht ihr ein Tapirbaby mit seinen hellen Streifen. Damit ist es im Wald gut getarnt, wo es viele helle und dunkle Flecken im Wechsel gibt. Nicht nur die kleinen Tapire sind am Anfang gemustert. Auch die Frischlinge, die Wildschweinbabys bei uns, haben diese Tarnstreifen. Wie kommunizieren die denn eigentlich miteinander? Die haben so ein besonderes Quietschen. Und da sagen sie immer, hier bin ich, wo bist du? Navi ist eine Besonderheit, die hört auf einen Namen oder auf, wenn man sie pfeift. Und darum kommt sie auch her. Und dann quietscht sie immer, um Bescheid zu sagen, dass sie jetzt kommt. Jetzt hat sie es gerade gemacht, oder? Dieses ja. Hört sich ein bisschen an wie eine Quietscheente, findet ihr nicht? Kali und ich führen euch jetzt mal vor, wie sich Tapire im Wald unterhalten, wenn sie weit voneinander entfernt sind. Das heißt, hallo Kati, wo bist du? Ich hab schon wieder Kohldampf. Wie sieht's bei dir aus? Das heißt, hallo Anna, ich auch, wie immer halt. Komm, lass uns was essen gehen. Ja, los geht's! So, was hast du denn da eigentlich noch dabei? Ich hab Früchte. Ein paar lecker Früchte. Da kommt er gleich an. Ja, da sind sie ganz gierig. Na gut, dann immer eins. Schmatz, Schmatz. Ja. Sag mal, wenn die so viel fressen, da kommt doch bestimmt auch ziemlich viel hinten raus, oder? Ja, und genau das ist ja auch so wichtig. Die Tapire spielen eine Schlüsselrolle, so nennt man das, im Wald. Weil sie diese ganzen Früchte, die sie essen, die scheiden sie meistens auch ganz wieder aus und tun die dann überall im Wald verteilen. Und dadurch können dann überall Pflanzen wachsen, weil die Pflanzen selber können ja nicht laufen. Und dann ist es natürlich so, dass sie die Beine sich vom Tapir ausleihen und dann überall im Wald sind. Ah, das ist ja sehr intelligent von den Pflanzen. Also die Samen, die in den Früchten drin sind, die werden nicht verdaut, die werden so wieder ausgeschieden. Und nachdem sich die Tapire bewegen, wachsen überall Pflanzen, wo sie hinmachen. Praktisch. Und die können die Tapire dann wieder fressen. Ich zeig dir mal einen von den Samen, kann die Frucht hier so aufdrehen. Und dann ist hier das Fruchtfleisch, was der Tapir mag. Und dann kann man hier, das ist der Samen, aus dem wächst dann die Pflanze raus. Ach, aus dieses ganze riesige Ding kommt dann später wieder hinten raus? Genau. Du musst den Samen schon mitessen. Ja. Gut, also Karneval wird schon mal für neue Guavas sorgen. Genau, und Navi, die wird für Guayaba und ein paar Dschungeltrauben sorgen. Die Kerne in den Dschungeltrauben würde Navi in freier Wildbahn weit weg von hier wieder ausscheiden. Für die Pflanze ist das natürlich super. Ihre Samen werden so weit verbreitet. Ihr seht schon, hier sieht es ziemlich wild aus, aber die Tapire sorgen mit ihrer Kacke dafür, dass sie ihren eigenen Wald quasi nachwachsen lassen. Kommt mal mit. Schaut mal, hier wächst was Neues nach. Und hier wächst zum Beispiel was Neues nach. Und hier wächst was Neues. Na, was hat Navi denn vor? Na, komm mal her. Ups. Ich mach mal ein Erinnerungsfoto für meinen Blog. Bäh. Und jetzt gibt's für euch die nächsten Infos. Tapire sind Einzelgänger. Ausgewachsene Tiere streifen meist allein durch den Regenwald. Manchmal kommt es zu ungewöhnlichen Begegnungen. Dieser Klammeraffe lebt hoch oben in den Bäumen und entdeckt von seinem Ausguck den Tapir unten am Boden. Der ist wie immer auf der Suche nach was Leckerem. Ob sich der Affe langweilt? Normalerweise würde er nicht vom Baum klettern. Jetzt könnt ihr noch mal sehen, wozu der Rüssel gut ist. Zum Schnuppern. Der Affe scheint interessant zu riechen. Und der Rüssel ist zum Greifen da. Okay, das Knabbern an der Hand mag der Affe nicht. Auch gut, in Ruhe fressen ist dem Tapir eh viel lieber.
Kathi und ich sind auf dem Weg in die Bodega. So heißt hier die große Küche, in der das Futter zubereitet wird. So, wie viel Hafer soll denn rein? Kannst du schon ordentlich was reintun. Navi und Karneval bekommen gleich eine ganz besondere Leckerei. Kathi gibt Salz zu den Haferflocken. Das brauchen die Tiere, um gesund zu bleiben. Und dann kommt noch frisches Obst hinzu. Ich merke schon, eure Tiere werden nur mit den allerbesten und frischen Sachen gefüttert. Ja, die wohnen ja in Käfigen, da wollen wir, dass es ihnen besonders gut geht. So reicht's, jetzt kannst du schon mal anfangen zu kneten. Oh, wie so ein Plätzchenteig, richtig schön matschig. Der sieht doch schon mal ganz schön aus. Wenn es auch genauso gut schmeckt, werden mir die beiden Tapire die Bällchen bestimmt aus der Hand fressen. Jetzt wird serviert. Süße Haferknödel in der Geschmacksrichtung Papaya Banane. Ich trage die Leckerbissen und Kathi die Sprühflasche mit dem Antiparasitenspray. Damit müssen Navi und Karneval regelmäßig behandelt werden, damit sich keine Parasiten wie lästige und gemeine Zecken auf ihrer Haut einnisten. Denn die können die Tiere krank machen. Meine Aufgabe ist es, Karneval mit den Haferbällchen abzulenken, während Kathi sprüht. Er ist ungeduldig. Gleich gibt's sie. Gleich. Karneval, gleich. Warte kurz. Schau mal. Ohne die leckeren Bällchen würde sich Karneval das Spray wieder von der Haut lecken. Das darf er auf keinen Fall, weil es giftig ist. Zum Glück ist der Tapir so gierig, dass er gar nicht richtig mitbekommt, wie Kathi das Spray verreibt. Hier hat sich Karneval verletzt. Da muss Kathi besonders vorsichtig sein. Gleich ist es geschafft. Und ich habe noch genug Bällchen für Navi übrig. Also du schmatzt ganz schön beim Fressen, muss ich dir mal sagen. In der Natur können sich die Tapire natürlich nicht mit Parasitenmittel einsprühen. Dazu haben sie einen ganz besonderen Trick. Sie nehmen sich Schlamm, suhlen sich darin ein. Und in dem bleiben die Mücken und Zecken dann kleben. Das machen unsere Wildschweine zu Hause übrigens auch. Das ist ja schon ganz schön sumpfig hier, aber dort leben sie eben gern, wo es sumpfig ist, ne? Und sie leben auch gern an Flüssen. Ja, Flüssen und Bächen, weil Tapire baden für ihr Leben gern. Die können schwimmen? Ja. Oh, ich glaube, sie geht vielleicht sogar schon rein. Ja, Tapire sind eigentlich recht dick und man meint, die können nicht schwimmen, aber wenn die im Wasser sind, sind die erstaunlich schnell und beweglich. Oh. Ja, also das ist jetzt die Samenverbreitung im Wasser. Also da kommen jetzt wahrscheinlich schöne Wasserpflanzen bei raus. Ja. Boah, Navi. Also du hast ja gesagt, die können gut schwimmen. Können die das schon als Babys? So ab 3 Wochen können die schon ziemlich gut schwimmen, damit sie halt ihrer Mutter auch ins Gewässer folgen können, weil es da manchmal sicherer ist für die Babys. Das würde ich ja schon mal ganz gern sehen, wie die schwimmen. Gibt's irgendeinen Trick? Ja, komm mal mit, ich zeig dir was. Wir haben da so ein kleines Geheimnis. Also ich weiß ja schon, dass sie gerne Obst mögen, aber ob wir sie jetzt damit wirklich ins Wasser bekommen, bin ich mal gespannt. Wir haben ja so eine Art Angel vorbereitet. Mit einem Apfel dran. Mal schauen. Ist ja klar, Tapire sind enorm verfressen. Natürlich kommen sie deshalb sofort, wenn es was gibt. Navi ist sogar schon im Wasser. Super. Die ist ja wirklich ganz schön schnell. Oh. Auch dieses Spiel hat sich Kathi ausgedacht. Navi muss jetzt den Apfel erwischen. Der scheint ganz schön verlockend zu riechen. Karneval hat jetzt auch mitbekommen, dass es hier was gibt. Hat auch schon wieder Hunger. Während Karneval noch zögert, versucht Navi, den Apfel zu packen. Ah, gut! Ich präpariere gleich den nächsten, weil der scheint da richtig scharf drauf zu sein. Mittlerweile ist auch Karneval gekommen und Geduld ist nicht gerade seine Stärke. Okay. Wir sind eben nicht schnell genug.
Gleich gibt's wieder Apfel. Ja, 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 ja. Party ist endlich soweit. Dem gierigen Karneval macht sie es dieses Mal nicht so leicht. Er soll sich ruhig ein bisschen anstrengen. Tapire können nicht nur gut schwimmen, sie laufen auch auf dem Grund. Das machen sonst nur die Nilpferde. Und wenn das Wasser dann flach genug ist, dann sieht es ziemlich witzig aus. Schaut mal. Vom Tapir ist nicht viel zu sehen. Er läuft mit den Beinen auf dem Grund entlang und zum Atmen hält er seinen Rüssel aus dem Wasser. So wie ich den Schnorchel. Einen Apfel haben wir noch. Mal sehen, wer von den beiden ihn gleich ergattert. Schwimmen zu können hat für die Tapire zwei Vorteile. Sie vertragen Hitze nicht so gut und nehmen deshalb gern ein kühles Bad. Und sie können so ihren Feinden entkommen, denn keine Raubkatze würde freiwillig ins Wasser springen. Ohne festen Grund unter den Pfoten hätte sie keine Chance, einen Tapir zu erlegen. Und jetzt mein Blog. Da könnt ihr noch mal alles sehen, was ich heute so erlebt habe. Diesen Blog gibt's auch im Internet. In Ecuador habe ich für zwei Tapire Blätter versteckt. Die Tiere können gut riechen und haben schnell ihr Fressen gefunden. Ja, Karneval, hier ist eher kalt, da unten wird's wärmer. Oh, das fühlt sich ja lustig an. Aber ganz zart, also ja. Es ist eigentlich angenehm. Tapire sind unglaublich verfressen. Sie können gewaltige Mengen in sich hineinstopfen. Da gibt sie gleich Gas. Ja. Ja, komm. Ja, jetzt. Einfach so in die Hand geben. Er ist ungeduldig. Gleich gibt sie. Gleich. Warte kurz. Mit den Bällchen lenke ich die Tapire ab, während Kati sie mit einem Spray gegen Parasiten behandelt. Wer so viel frisst, bei dem kommt hinten auch ganz schön was raus. Oh. Zum Schluss haben wir mit den Tapiren ein Geschicklichkeitsspiel gemacht. Da waren sie richtig gut. Wasser mögen sie sehr. Sie schwimmen für ihr Leben gern. Kleine Kraulstunde. Tapire mögen es total gerne, wenn man die so krault. Die können teilweise sogar in eine Art Trance fallen oder werden sogar ein bisschen hypnotisiert dadurch. Und das sind die einzigen wilden Tiere, die man da nicht betäuben muss, damit man sie behandeln kann, wenn sie zum Beispiel krank sind, sondern die streichelt man einfach so lange, bis sie sich irgendwann hinlegen und dann kann man die ganz gut behandeln. Und dann kriegen die nichts anderes mehr mit als die Massage? Genau. Aber sie genießt. Aber schaut mal, wie ihr das gefällt, wie sie schaut. Ist das gut, Navi? Navi scheint die Bauchmassage richtig zu genießen. Ich allerdings auch. Es fühlt sich ganz schön angenehm an, das Fell. Wir knuddeln jetzt hier noch ein bisschen weiter. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin bleibt tierisch interessiert. Tschüss! Sie fürchtet sich nicht, sie geht ganz nah ran. Schaut ihnen ins Gesicht. Sie lockt sie mit Tricks, gewinnt ihr Vertrauen. Nur manchmal wird's auch nichts. Doch irgendwann klappt es dann. Anna und die Welt.